reden, zou de Kleefse burgemeester deze toespraak ook in het Nederlands zijn begonnen, of beter gezegd op Kleefs. Meine Damen und Herren, noch vor 200 Jahren hätte ich als Kleefer Bürger an dieser Stelle Kleefs gesprochen und Sie alle hätten mich verstanden. In diesem Fall wäre es wohl Kleefs Platt gewesen. Bis heute können sich die Plattsprechenden von beiden Seiten der Grenze immer noch problemlos verständigen. Daher hoffe ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie mir heute mit einer Mischung von Wohlwollen und Anstrengung weitestgehend folgen können. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der vor 75 Jahren zu Ende ging, konnten sich die Nachbarn nicht so schnell wieder die Hände reichen. Wohl noch nie in der Geschichte war die Grenze, ja der Graben zwischen unseren beiden Ländern, so tief wie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dafür gab es Gründe, die auch deutlich benannt werden müssen. Am 10. Mai 1940 überfielen deutsche Truppen ihre niederländischen Nachbarn und errichteten ein Besatzungsregime, dem schätzungsweise 100.000 jüdische und 25.000 christliche Niederländer zum Opfer fielen. Obwohl die Übergabeverhandlungen bereits liefen, griffen deutsche Bomber am 14. Mai die Altstadt von Rotterdam an. Mehr als 800 Menschen starben. 600.000 Niederländer wurden zum sogenannten Arbeitsdienst gezwungen. Rund eine halbe Million Häuser in den Niederlanden waren am Kriegsende zerstört. In der Grenzregion zwischen Roermond und Arnheim, Mönchengladbach und Kleve wütete der Krieg besonders lange und grausam. 6 Monate lang, von September 1944 bis März 1945. Die unmittelbare und lang anhaltende Reaktion der Menschen in ihrem Land wurde von allen Deutschen verstanden. Dabei gehört nicht allzu viel Einfühlungsvermögen dazu, um es sich vorstellen zu können. Es war ein ganz besonderer Schock, wenn das eigene Haus ausgerechnet durch den Nachbarn, den man so gut zu kennen glaubt und mit dem man eine engste Beziehung verbanden, zerstört wird. Ich selbst gehöre zur Generation derer, die 15 Jahre nach dem Krieg geboren wurden und aufwuchsen. Und natürlich haben wir alle, die wir in der Bundesrepublik Deutschland leben, egal wann wir geboren wurden, eine besondere Verantwortung, die aus der Geschichte Sorge wächst, dass die Erinnerung an den Krieg nicht verblasst. Es ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass bei aller Erinnerung an das Leid weiterhin die Opfer und die Täter bei klarem Namen genannt werden. Und es ist insbesondere unsere Verpflichtung, auf die Ursachen von nationalsozialistischer Diktatur, Verfolgung, Besatzung und Krieg hinzuweisen. In den ersten Jahren nach dem Krieg sind viele Deutsche aufrichtig erschrocken über das Ausmaß des Unrechts und des Leids, das in ihrem Namen über die Welt gebracht wurde. Viele Deutsche haben auch nicht den Mut aufgebracht, sich selbst ins Gesicht zu schauen. Und wieder andere, die den Nationalsozialismus im Widerstand, in der Angst vor Rückzug oder in der Emigration überlebt haben, waren noch lange verbittert über den Mangel an Ehrlichkeit und Lernfähigkeit in ihrem Land. Und dennoch ist das, was oft so missverständlich Vergangenheitsbewältigung genannt wird, die stetige und selbstkritische Auseinandersetzung
mit unserer kollektiven und individuellen Geschichte in diesem blutigen 20. Jahrhundert. Eine der unstreitbar positiven Leistungen der demokratischen deutschen Nachkriegszeit. Geachte Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einen Sprung in die Gegenwart machen. Inzwischen ist es auch in meinem Land und meiner Generation eine Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs gewachsen, die nicht das Kriegsende, die Kapitulation, die Katastrophe betont, sondern die es wichtig und richtig findet, an die Befreiung zu erinnern. Ganz ähnlich wie in ihrer, der niederländischen Gedenktradition, in der es sowohl Gedenktage als auch Feiertage gibt. Ich glaube, für meine Generation und auch die folgenden Generationen der Nachkriegsgeborenen sprechen zu dürfen, wenn ich sage, für uns ist das Erlebnis der Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft so wichtig und wertvoll und gleichzeitig zur Selbstverständlichkeit geworden, dass wir heutigen im Rückblick die Beendigung des schrecklichen Krieges durch die alliierten Truppen natürlich als einen Akt der Befreiung begreifen. Wenn in diesem Jahr in meiner Stadt Kleve zum Beispiel das Stadtarchiv, die Volkshochschule, die weiterführenden Schulen sich an deutsch-niederländischen Projekten nach 75 Jahren Freiheit beteiligen, dann ist das ein Ausdruck dieser selbstverständlichen Verpflichtung, sich für den Erhalt der Freiheit und für nie wieder Krieg einzusetzen. Europa hat dabei sehr geholfen. Die Euregius, in unserem Fall die Euregio Rhein-Waal, haben die Tradition der Zusammenarbeit in neuer Form kultiviert und praktisch werden lassen, zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. An manchen Orten sind zum Beispiel niederländisch-deutsche Schulpartnerschaften entstanden, sodass die Kommunikation und die Zusammenarbeit schon von klein an und von klein auf erfahren werden kann. Auch die neuen Hörsteininstallationen der Liberation Route Europe im Kreis Kleve, in Kranenburg, in Kleve, in Weeze haben ein Ziel, die Erinnerungskultur zu fördern und die europäische Idee der Friedensunion augenscheinlich zu präsentieren. Die Jugend soll erreicht und informiert werden. Und nicht zuletzt, aber besonders erwähnenswert, seit 1994 gedenken in der Region Nimwegen, Kleve, Niederländer und Deutsche gemeinsam das Kriegsende und der Befreiung. Wir fühlen dabei die Gemeinsamkeit der 75 Jahre Freiheit. Demokratie und Freiheit ist Staatsform, aber sie ist mehr als das. Sie ist eine Lebenseinstellung für einen respektvollen Umgang miteinander in einer menschlichen Gesellschaft. Dabei ist der demokratische Kompromiss etwas Gutes. Ich wünsche mir, er würde auch wieder von mehr Bürgerinnen und Bürgern als solches gesehen. Denn er gleicht Interessen aus und sichert den Frieden. Ich schließe mit dem Zitat eines deutschen Friedensnobelpreisträgers: Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden und Freiheit ist alles nichts.